Ja, wie gesagt, die Witze, die sollte man Plater überlassen. Ja. Weil er in der Lage ist, eine Witze so trocken genug rauszubringen, dass man sich echt nicht mehr einkriegen kann. Das Schlimme ist, es gibt eine Steigerung. Er und sein Bruder. Zusammen. Das habe ich noch nicht erlebt und ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Ich hatte da bereits eine Nahtoderfahrung. Genau. Geh woanders sterben. Leute wollen hier noch essen, ja. Ich hatte da bereits eine Alter, jetzt hätte ich mir aber fast ins Hemd gemacht. Och, was denn? Creepy. Ja, ich habe gerade Regel Nummer 1 verletzt. Grabe nie nach gerade nach unten oder gerade nach oben? Nach unten. Gehupft wie gesprungen. Meine Güte, nebenbei, wir nehmen schon eine Stunde auf. Kommt einem gar nicht so vor, ne? Wow. Na, ja, können ja noch ein bisschen Zeit ist noch. Apropos, Zeit, wie spät haben wir es denn? Ja, Zeit habe ich noch. Das ist super. Halbe Stunde müsste noch hinkommen, dann muss ich leider außer Haus. Das ist ja nicht. Ist ja weiter nicht schlimm, aber so haben wir wenigstens erstmal wieder noch ein bisschen Material, weil. Richtig, ne? Damit retten wir uns über die nächste Woche. Ich glaube, 6 Folgen sind auch genau das, was fehlt. Ah, so, ja. Ich komme mal wieder runter. Ein Beckendurchgang am anderen. Ach, das ist hier. Wieso bin ich das Eisen da nicht abgebaut? Hab ich mir da. Ach so, hier war ich ja noch gar nicht. Ach, ich bin wieder so inkonsequent. Ah, ich höre hier gerade so richtig schöne Orgelmusik. Man fühlt sich wie in der Kirche. Nicht, dass ich wüsste, wie man sich da fühlt, aber ja. Ich als treuer Kirchgänger. Hey, mit unserem Wir wollten die Religionsdebatte doch nicht vom Zaun brechen. ich hab's ja noch nicht vom Zaun gebrochen. Ich sag mal nur so, mit unserem Pastor bin ich mal gut zurechtgekommen. Ich auch, also. Hallo Angry, na du alte Zombie-Nase. Welch bist du? Mein Pastor ist, um es mal modern auszudrücken, eine coole Sau. Ja, und war unsere auch. Ich sag mal so, in nomine in der Kirche kommt geil. Mit der Akustik. Ja. Und ich sag mal so, viele werden den Künstler wahrscheinlich gar nicht mehr kennen. Er hat ja lange nichts gemacht. Schade eigentlich. Ich fand die Musik immer sehr gut. Ja, das ist. YouTube könnte unter Umständen helfen, falls dann nicht da steht, Edgebatch Gamer möchte das nicht. Nein, die Vereinigung, die auf YouTube nicht genannt werden möchte. Ach, stimmt ja. Ich glaube, den Link, wenn ich dran denke, den poste ich dann mal hier in der Folge nach Spiegel hin. Der wird dann hierbei so ganz kurz eingeblendet. Oder, nein, er steht dann einfach in der Beschreibung. Spiegel hat da mal so was richtig Schönes gemacht. Fand der gewerkschaftliche Enteignungsverein Mediale Arbeit nicht so schön. So. La, 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 la. Ich weiß überhaupt nicht, wo unser Richariot sich gerade rumtreibt, aber ich gehe mal wieder hoch. Ich will hoch hinaus, damit ich tiefer fallen kann. Weiß er selbst gerade nicht, wo ich mich. Ich weiß gerade selbst gerade nicht, wo ich mich rumtreibe, aber ich werde garantiert wieder rausfinden. Ja, zur Not bildet man sich hoch, ne? Ich muss dazu sagen, dass ich ohne anderen Leuten nahe treten zu wollen und ohne mich jetzt selbst zu beweihräuchern, ich dann doch einen etwas besseren Orientierungssinn habe wie andere. Ich bin gerade wieder auf dem Weg hoch, bin oben angekommen und ich höre einen Slime. Kontrollierte Sprengung. Oh ja, juhu. TNT. TNT, like Dynamite. ja. Also ganz ehrlich, Creeper sind für mich eigentlich so Haustiere, die ich gerne auch vermehren und gezielt einsetzen würde. Ja. Solange man mehr als ein Leben in dem Spiel hat, geht das in Ordnung. Ja. Dann. Wow! Kommst du denn schon wieder her? Mach dich weg, Mistsocke. Huch. Mann, wäre ich hier tief gefallen. Gräbst dich da mal so in eine Tasche rein, denkst an nichts Böses, steht auf einmal der nächste Grünfuß neben dir. Immer diese Flauschefüße. Da sollen sich endlich mal die Füße rasieren. Schämen sich auch überhaupt nicht, ne? Ja, ist ja furchtbar.
So, blam, 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 ping, ping, ping. Andere Leute waschen sich die Füße, damit der Dreck aus den Ohren nachrutscht und sie wieder was hören können. Und die haben nicht mal die Anstalten, sich die Füße zu rasieren. Ernsthaft mal. Ja, Das gehört auch noch mit zu der Obsidian-Tasche, die ich da hinten schon gegossen habe. Jolt! Jolt ist supi. Nebenbei, was man vielleicht auch mal ankündigen könnte, auf kurz oder lang wird es mal ein Special geben von uns, sogar zu dritt. Du hattest ja gesagt, hättest nichts dabei, wenn der andere dabei wäre, ne? Oh, nö. Dementsprechend, wir werden uns demnächst mal an einem Hunger-Game versuchen. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Mit tatkräftiger Unterstützung von noch einem Let's Player, einem etwas jüngeren, der mich gefragt hat, einfach, ob ich da nicht mal Lust hätte, mit ihm was zu machen. Und ich muss sagen, spricht ja nichts gegen, ne? Weil, why not? Ja. Und alle, die uns zugucken, können sich jetzt schon darauf freuen, dass ich wahrscheinlich als erstes failen werde. Nein. Doch. Das sage nicht! Das ist Blasphemie. Sowas lasse ich nicht durch. Blasphemie? Wo sollte das Blasphemie sein? Das ist gegen den Minecraft-Glauben. Was? Notch sei mit uns. Amen. Hast du deine Medikamente heute Morgen genommen? Ich glaube zu viel. Das glaube ich allerdings auch. Jetzt glaubst du es denn hier unten alles ab? Das kann doch nicht. Es muss doch hier irgendwo noch Diamanten. Ich brauche Dologen jeden Tag. Was? Nein, meine lieben Zuschauer, Drogen sind böse und ich kann von mir behaupten, ich habe in meinem ganzen Leben noch niemals illegale Drogen genommen. Und da bin ich auch stolz drauf. Ja, aber legale. Naja, das bisschen Alkohol, was ich also von der Regelmäßigkeit her trinke. Ja gut, Schmerzmittel, aber auch eher selten. Und wenn dann auch nur in den ärztlich verordneten Maßen. So, jetzt aber. Da sage ich jetzt lieber nichts zu. Wie war das damals, wo ich solche penetranten Kopfschmerzen hatte und es mir so scheiße ging? Wie viel Ibu hast du genommen? 4 Stück? Wie war das? Man sollte nach einer schon keine schweren Maschinen mehr führen. Du fährst Auto. Naja, Aspirin-Test verordnet keiner, wenn sie dich anhalten. Richtig. Und irgendwie fällt man ja doch anscheinend von dem einen oder anderen Herrn in Uniform ins Drogenmuster oder was auch immer. Anders kann ich mir diese Aktion von damals einfach nicht erklären. Das war echt die Krönung. Das ist nun mal so, Herr Okami. Sobald man auch nur ein wenig als aussieht wie ein langhaariger Bombenleger. Ja. Haben Sie Drogen genommen? Nein, in meinem ganzen Leben noch nicht und bin stolz drauf. Sind Sie sich sicher? Ja, bin ich mir. Haben Sie etwas getrunken? Wasser? Da war es bei dem Kollegen, glaube ich, dann durch. Man muss dazu sagen, es war ein jüngerer Kollege in Uniform, der sich anscheinend noch seine Sporen verdienen wollte, beziehungsweise sie waren zu zweit und beide eigentlich jünger, nur die Dame, die dabei war, war anscheinend gechillter. Jedenfalls, es ging dann darauf hinaus, er wollte mir einfach nicht glauben, dass ich in meinem ganzen Leben noch nie sowas konsumiert habe. Man muss dazu sagen, ich habe den Tag mehr oder weniger, es ging mir richtig scheiße, ich habe eine Grippe ausgebrütet. Ich war dann den Tag später auch für eine Woche out of order. Ich kann mich da noch so düster dran erinnern. Ja. Und der gut werte Herr, ich sag mal so, ich hab nichts dagegen, aber es war das erste Mal, dass ich überhaupt kontrolliert wurde. Man fühlt sich dann ja schon wie so ein Verbrecher. Auch wenn man nichts getan hat. Aber die beste Sache war immer noch die Frage, kennen Sie denn Leute, die Drogen nehmen? Man muss jetzt dazu sagen, meine lieben Zuschauer wissen ja nicht, der Ort meines täglich Wirkens ist. Und da wird es auch bei bleiben. Aber dort werden genügend Leutchen auch mal rumlaufen, die irgendwelche Drogen konsumieren. Ich glaube, das bleibt nicht aus, dass man solche Leute kennenlernt. Ich glaube, selbst wenn man nicht da rumspringt, wo wir sind. Die generelle Aussage, dass man niemals mit jemandem zu tun hatte, der in irgendeiner Form Drogen konsumiert hat, oder was heißt konsumiert, allein schon genommen. Ich
Man muss ja nicht immer gleich von der starken Abhängigkeit ausgehen. Es reicht ja auch schon mal, ne? Richtig, richtig. Es gibt ja genügend, die auch mal es einfach mal probieren wollen. Richtig. Das ist ja immer, jeder Mensch macht seine eigenen Erfahrungen und das ist nun mal so. Korrekt. Das ist auch voll in Ordnung so. Das muss auch so sein, weil sonst wäre nämlich irgendwas falsch. Richtig. Dementsprechend, ja. Gottchen, wenn ich überlege, wie viele gute Freunde ich damals gehabt habe, das war ja noch vor der Zeit, bevor wir uns kennengelernt haben, lange davor sogar. Es ist immer so, ich hatte Freunde, ich habe mehr, die regelmäßig illegale Substanzen konsumiert haben. Die beste Aussage war mal, dass ich mit einem Kumpel wohin war, zu einem anderen Freund von ihm. Das erste war, wollen wir einen durchziehen? Ich stand dabei, macht mal, ich habe kein Interesse. Er guckt mich an, guckt meinen Kumpel an, du hast Freunde, die keine Drogen nehmen? Okay. War schon geil. Ja, den einen. Aber sie haben es. Grenzwertig, aber okay. Sie haben es akzeptiert, dass ich dann nichts von halte und nicht wollte. Und ich habe es akzeptiert, dass sie es genommen haben. Ist ja nicht meine Sache, ne? Ja, solange man da nicht selbst irgendwie großartig dann mit belastet wird, richtig. Wollen sie doch machen, wenn sie das wirklich halten. Wenn man es dann nicht so übertreibt, wie es dann einer meiner Freunde leider Gottes getan hat. Ja, das da, ist dann, da redet man dann lieber dann doch nicht rüber, das wäre, ja. Ja, das ist dann immer deswegen ein Thema, was man nicht unbedingt anschneiden richtig. Muss. Aber ja. Man kann auch mal, Richtig, wow. zurück zu Herrn Wachmeister. Wow. Das ging dann so weit, dass er dann anfing, mir diese üblichen Kontrollen zu machen, ob ich Drogen konsumiert habe. Ich hatte den Tag ja noch nicht mal was gegessen, nicht viel getrunken, dementsprechend Grippe auch noch am Ausbrüten. Dass ich scheiß ausgesehen habe, war mir klar. Stellen Sie sich mal bitte dahin und dann auf ein Bein. Scheiße, ist an dieser Stelle kein Ausdruck. Ja. Richtig, egal. Fluchen muss auch mal sein. Stellen Sie sich mal bitte dahin auf ein Bein, machen Sie die Augen zu. Ich stand natürlich so ungünstig, dass ich mehr oder weniger nur mit der Ferse auf dem Bordstein stand, wackelte dementsprechend kurz, habe die Augen wieder aufgemacht und sage, ich muss mich kurz anders hinstellen. Wieso? Ich guckte ihn an, weil ich mit den Fersen auf dem Bordstein bin und vorne keinen Halt habe. Fand er wohl auch nicht so gut. Seine Kollegin hat die ganze Zeit weiter mein Auto untersucht, hat aber nichts beanstanden können. Ja, der gute alte Franzose. Ruhe in Frieden. Beziehungsweise ganz Ruhe tut er ja noch nicht. Nee, noch muss er ja... Noch mal leiden. Ja, noch muss er mal leiden, sprich, wenn ich die Sachen, die ich noch rausbauen will, raushabe. Jo. Hat mich dann weiter gelöchert und ausgenommen. Weiß ich nicht, ob ich's abbaue, ich nehm's trotzdem hat mit. Hat so ziemlich jeden Test gemacht, hat nach wie vor mir nicht geglaubt, dass ich noch nie Drogen konsumiert habe, etc. pp. Ich habe eigentlich darauf gewartet, dass irgendwann die Aussage kommt, wir hätten sie etwas gegen einen Drogenschnelltest. Ich glaube, dann wäre mir auch der Kragen geplatzt und er hätte zumindest einen passenden Vers in freundlicher Art und Weise gekriegt. Respekt muss ja sein. Ja. Das Beste war dann, als seine Kollegin fertig war mit Umschauen, er immer noch nichts gefunden hat und so langsam richtig stinkig sauer war, dass er mir wohl nichts anhängen konnte. Die Kollegin dann an mir vorbeiging, rauchen Sie eigentlich? Ich sage, nein, ich rauche auch keine Zigaretten. Ja, okay, hier haben Sie Ihre Papiere wieder, fahren Sie weiter. Was hat das jetzt bitte mit Drogen zu tun? Naja. Ja, das. Es war so geil. Vor allem dann krank gewesen eine Woche. Nee. Die Woche darauf. Geiles Panorama. Die Woche. Echt? Ja. Die Woche darauf dann die erste Autofahrt wieder zurück vom Ort des täglich Wirkens zurückgekommen. In den Ort, wo wir uns kennengelernt haben. Naja, gut, kann man ja ruhig sagen, dass wir uns in der Schulform kennengelernt haben. Ja. Das da habe ich ja dann. Wir waren ja sogar auf demselben Weg. Wir wollten ja hier zusammen lernen für eine Arbeit oder irgendwas. Ja. Irgendwas wollten wir auf jeden Fall machen. Du warst ja hinter mir mit etwas Abstand. Ja. Da haben sie mich ja von dort bis kurz vor die Haustür verfolgt. Und ich bin mir sicher, dass irgendwie dieser nette Herr von der Woche zuvor mein Kennzeichen da irgendwo hat. So nach dem Motto, falls euch das Kennzeichen über den Weg kommt, haltet ihn bitte noch mal ein. Denn die Wahrscheinlichkeit, in mehreren Jahren nicht einmal angehalten zu werden und dann effektiv in zwei aufeinanderfolgenden Tagen direkt. Ja. Ja. Die Kollegin war zumindest etwas besser. The air around you, well? Ich habe hier gerade so eine interessante Nachricht. The air around you suddenly becomes suffused with strange irgendwas. Oh oh. Formcraft, Magie. Bad things are happening. Ich ziehe das Böse an.
Hey, was die Kollegin war, das war auch eine... Bist das Böse? Wie war das? Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Oder ein Buschig. Und er hat einen buschigen Schweif. So ja. Viel Wieso ist der Teufel ein Eichhörnchen? Ja, allein der buschige Schwanz. Richtig. Ne? Haselkaters Heim, Haselkaters Tanne. Irgendwas stimmt nicht. Rechte, linke Hand des Teufels, das sind Insider. Ihr braucht es nicht wissen. ihr braucht es nicht zu wissen, aber ja, es passt alles auf jeden Fall. Nein, ich bin ganz lieb, freundlich und nett. Immer zuvorkommend. Also gut, meine Manieren, die sind eigentlich wirklich in Ordnung.